Daten über Daten und es werden nicht weniger. Täglich erstellen wir Dokumente, Dateien und legen sie in der Cloud ab. Doch was ist, wenn diese gelöscht werden? Wie sieht es aus mit einem Backup, mit Aufbewahrungsfristen und, und? In dieser Nubo Radio Folge erfahrt ihr mehr darüber. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominique und ich habe noch jemanden dabei, der so heißt wie ich. Hi Dominik. Hi zusammen. Genau, Dominik ist unser externer Partner und ein guter Kollege und wird mich heute durch dieses Thema begleiten, denn er ist unser Experte zum Thema Backup von der Cloud. Stell dich doch gerne kurz selbst noch einmal vor, was du so machst und ja. Genau, mein Name ist Dominik Zumschrull, ich bin Senior IT Consultant bei der Firma Olbricht IT. Wir sind Partner der Nubo Workers und kümmern uns so mit um das ganze M365-Umfeld. Mein Bereich ist da hauptsächlich die Administration des M365-Umfelds, grundsätzlich alles, was Sicherheit betrifft, aber auch die ganz normale Administration von SharePoint, Erstellung von Power Apps, Power Automate. Genau, das ist so mein Arbeitsbereich. Ja, da sind wir auch. Du hast ja den einen Arbeitsbereich ja perfekt schon genannt. SharePoint, ein Datenspeicherort in der Cloud. Viele, viele Dokumente liegen dort von vielen Kunden weltweit. Wie sieht es denn da aus mit dem Thema Sicherheit? Also wir wissen, denke ich, viele von euch haben es vielleicht auch schon in der Nubo Radio Folge gehört. Daten, die wir löschen aus der Cloud, sind für 93 Tage im Papierkorb und dann weg. Was ist denn jetzt, wenn wir ein Backup benötigen? Gibt es sowas im Standard? Ist das so wie auf dem File-Server früher? Oder verhält es sich doch so, dass wir ohne eine konkrete Lösung gar keine Möglichkeit mehr haben, auf diese gelöschten Dokumente zuzugreifen? Ja, das ist genau das Thema. Microsoft sagt selber, sie sind für das Backup bzw. die Sicherung und Aufrechterhaltung ihrer Dienste zuständig und auch nur dafür. Sprich, wenn Daten verloren gehen, wie du richtig gesagt hast, 93 Tage gibt es irgendwie noch die Möglichkeit, die Sachen aus dem Papierkorb wiederherzustellen. Danach sind die Daten weg. Und wenn irgendwas, also es gibt ja verschiedene Anwendungsfälle. Ein User hat aus Versehen Daten gelöscht, dem fällt das erst nach 94 Tagen auf, sind die Daten weg. Oder zum Beispiel, man wird gehackt und die Daten werden verschlüsselt, was ja mittlerweile auch eine sehr große Bedrohung ist, sind die Daten auch einfach weg, weil Microsoft nicht dafür zuständig ist, diese Daten zu sichern. Und dementsprechend muss man sich über das Backup Gedanken machen, weil, wie gesagt, im Standard werden sie nicht gebackupt von Microsoft. Es gibt aber verschiedene Lösungen. Genau, einmal kann man einen Backup-Dienst von Microsoft zum Beispiel buchen. Das ist relativ neu. Oder es gibt natürlich auch viele Third-Party-Apps, die sich darum kümmern, ein Backup der Microsoft 365-Umgebung zu machen. Aber um dieses Backup muss man sich selber kümmern. Im Standard ist das nicht dabei. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das einfach mal gesagt zu haben und dass man da sich drüber bewusst ist. Werden denn für alle Daten überhaupt ein Backup benötigt? Oder also aus deiner Sicht, wann ist es denn sinnvoll, ein Backup zu haben und für was ist denn sinnvoll? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, unsere Cloud-Speicherorte sind voll mit Dokumenten und Daten. Genau, also das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wir brauchen nur für diesen Bereich ein Backup. Dann hat man aber das Problem, ein User hält sich nicht an irgendwelche Aufbewahrungsrichtlinien beziehungsweise an irgendwelche Unternehmensstandards, speichert wichtige Dokumente nicht an den Orten, wo nur wichtige Dokumente gespeichert werden sollen, sondern speichert wichtige Dokumente noch in Ordner XY oder vielleicht im persönlichen OneDrive oder sonst irgendwo. Und wenn man deswegen nur sagt, wir backuppen selber nur die und die Speicherorte, dann kann es sein, dass man auf jeden Fall wichtige Daten vergisst. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch gewisse gesetzliche Regularien beziehungsweise Vorschriften, die besagen, dass bestimmte Daten oder Dokumente für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden müssen. Es gibt ja diese 10-Jahres-Frist, die man immer hört.
Und da muss man einfach sicherstellen, dass diese Daten für diesen Zeitraum, der gesetzlich vorgeschrieben ist, auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Und wenn man da auch nochmal an wichtige Unternehmensdaten denkt, die irgendwelche Rezepturen oder irgendwelche Zeichnungen oder was auch immer beinhalten, dann will man natürlich, dass diese Daten auch länger bestehen und dass diese Daten vor allem auch sicher bestehen. Und es kann immer was passieren. Also wie gesagt, der User kann Daten löschen. Oder es kann ja auch immer mal passieren, dass ein Rechenzentrum von Microsoft abbrennt oder durch eine Umweltkatastrophe zerstört wird. Oder, wie ich schon gesagt habe, ein Hackerangriff, gerade ein Ransomware-Angriff, ist da auch sehr, sehr wichtig, beziehungsweise kann auch immer passieren. Es wird immer mehr, es kommen immer mehr Hackerangriffe. Und da muss man sich einfach schützen. Da muss man einfach zusehen, dass seine Daten sicher sind. Im ersten Step erstmal den Tenant richtig abzusichern und im zweiten Step seine Daten aber auch noch an einem anderen Speicherort wirklich zu sichern, dass sie immer wieder geholt werden können. Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll und gibt einem bestimmt auch ein gutes Gefühl, dann zu sagen, okay, ja, ich lege auch Daten in der Cloud ab, weil ich weiß, wir haben ein Backup, wir haben uns darum gekümmert und können darauf zurückgreifen. Warum denkst du denn, dass es für so viele erst einmal vielleicht, oder vielleicht hast du ja auch Erfahrungswerte, wie viele haben denn ein Backup für die Cloud? Und ich habe so das Gefühl von meiner Erfahrung, dass es durchaus weniger ist, wie man das früher von File-Servern kennt. Also gefühlt bei den File-Servern konnte man auf den Stand von gestern Morgen, gestern Mittag und gestern Abend zurückgreifen. Das war alles irgendwie gut gebackupt. In der Cloud hatte ich noch nicht so das Gefühl, dass das so angekommen ist. Gibt es dafür einen Grund? Ist es so teuer oder sind die Lösungen so neu? Der Hauptgrund ist eigentlich, die Leute denken, ich habe jetzt diese Cloud, ich habe mein Microsoft-Abo und da ist alles drin. Es wird ja von Microsoft eigentlich auch so verkauft. Du hast dein Business Standard, dein Business Premium, dein E3, dein E5, was auch immer, je nach Anforderungsbereich. Und die Leute denken, okay, da ist alles dabei, meine Daten sind bei Microsoft, meine Daten werden bei Microsoft gesichert, denkt man zumindest. Dem ist aber nicht so. Und Microsoft kommuniziert das auch bis vor kurzem nicht ganz so direkt, weil sie kein eigenes Produkt hatten, was dieses Gap quasi füllt. Und dementsprechend, ja, machen das relativ wenige. Also wir haben so die Erfahrung, dass ja, so 30% der Leute machen schon ein Backup, dann nochmal so 30% haben sich da irgendwo schon mal Gedanken drüber gemacht und der andere Rest hat sich da noch gar nichts zugedacht. Und das sind so unsere Erfahrungswerte in dem Bereich. Ja, also auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Dann lass uns doch auch mal schauen auf das Produkt von Microsoft. Also Microsoft 365 Backup. Was für Lösungen bietet denn der Hersteller selbst? Genau, Microsoft hat vor kurzem meinen eigenen Backup-Dienst eingerichtet. Etwas komisch, dass sie noch nicht früher auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil dieses Thema schwirrt ja irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen im Microsoft-Kosmos rum. Genau, aber wie gesagt, jetzt haben sie es eingeführt, heißt Microsoft 365 Backup ganz normal. Und da bieten die Sicherung bzw. das Backup der OneDrive-Daten, der SharePoint-Daten, der Exchange-Daten und demnächst gibt es zurzeit noch nicht auch die Daten von Microsoft Teams an. Im Microsoft-Bereich wird da pro Gigabyte abgerechnet, sprich je größer der Tenant ist, desto kostenintensiver wird das M365-Backup bzw. wenn man nicht viel gespeichert hat, ist es dementsprechend etwas günstiger und Microsoft sagt halt, dass man innerhalb von wenigen Stunden die Daten wiederholen kann. Das soll relativ einfach es funktioniert relativ einfach über das M365 Admin Center. Sagt auch, dass die Daten, die gespeichert werden, unveränderlich sind, sprich, dass auch ein Ransomware-Angriff die Daten, die schon gesichert sind, nicht mehr verändern kann. Genau, und dass das quasi eine Self-Service-Sicherung ist, sprich, man kann selber wiederherstellen, man kann selber die Sicherheit betreuen, beziehungsweise das Systemhaus oder der IT-Berater oder die Inhouse-IT kann sich quasi selber mit Microsoft 365 Backup darum kümmern. Okay. Ja, also da hat man auch wieder das Thema so ein bisschen Cleanup und Housekeeping. Da muss man halt auch einfach darauf achten, dass Dokumente, die halt wirklich nicht mehr gebraucht werden, gelöscht werden, weil nach Gigabyte abrechnen, es kommt doch einiges zusammen. Also ich glaube, das ist uns allen durchaus bewusst.
bei dem Thema Microsoft 365 Backup, vielleicht hat der ein oder andere schon mal das Thema Microsoft 365 Archiv gehört. Was sind denn die Unterschiede der Funktionalitäten, beziehungsweise, ja, wann macht denn was vielleicht auch Sinn? Genau, du hattest ja gerade schon das Thema Housekeeping angesprochen. Daten werden immer mehr, wie du auch schon gesagt hast. Also es wird immer mehr gespeichert, es werden auch immer mehr unsinnige Sachen gespeichert, es wird viel doppelt gespeichert, weil die Leute einfach nicht drauf achten und dementsprechend wachsen die Tenants beziehungsweise die Speicher wachsen extrem und da ist Microsoft Archive halt eine ganz gute Lösung. Gerade im Bereich SharePoint kann man Bereiche auslagern, also quasi in einem Cold Storage auslagern, auf dem man dann keinen direkten Zugriff hat, sondern daraus die Sachen wiederholen kann. Das ist dann deutlich günstiger, als würde man im M365-Tenant ganz normal seinen SharePoint-Speicher erweitern. Dementsprechend ist das eine relativ kostengünstige Möglichkeit, Dateien auszulagern. Ein wirkliches Backup, also eine wirkliche Backup-Funktionalität, ist das meiner Meinung nach aber nicht. Ja, jetzt haben wir Microsoft Backup, Microsoft Archive eingeordnet. Ganz zu Beginn hast du uns schon angeteasert, es gibt auch Third-Party-Apps. Was gibt es denn da und gibt es Vorteile gegenüber dem Microsoft-Produkt oder würdest du auf Microsoft setzen? Genau, also wie ich schon mal erwähnt hatte, ist das Thema Backup von Microsoft ja gerade erst angegangen worden. Das Thema steht aber ja schon lange im Raum, schon seitdem es M365 gibt. Und dementsprechend haben sich viele Third-Party-Anbieter Gedanken darüber gemacht, wie man die Daten vernünftig backuppen kann. Dementsprechend gibt es wirklich diverse Lösungen von wirklich führenden Anbietern. Veeam ist da natürlich ein Stichwort, genauso wie AvePoint oder auch Keepit als Backup-Dienst. Und meiner Meinung nach erstmal ist gerade das M365-Backup-Thema relativ frisch. Man hat im Moment noch die Einschränkung der Teams-Sicherung. Klar liegt hinter Teams auch immer ein SharePoint, der dann ja gesichert wird. Aber Teams an sich wird über M365 Backup nicht gesichert. Third-Party-Apps bieten im Gegensatz dazu auch die Möglichkeit, zum Beispiel Entra-ID, also Azure AD, zu sichern. Oder wenn man noch andere Dienste nutzt, zum Beispiel Salesforce oder Google Workspace oder irgendwie sowas, kann man das alles in einer Backup-Lösung, einer Third-Party-App quasi zusammen backuppen und verwalten. Das macht natürlich die Verwaltung für die Administration der IT deutlich einfacher, wenn man da auch nochmal ganz viele unterschiedliche Tools hat, nehme ich an, gerade auch was Schulungen und Experten angeht. Genau, richtig. Ja, super. Jetzt haben wir über diese Third-Party-Apps gesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Zertifizierung, also beispielsweise bei Keepit, wenn ich Keepit nutzen würde, ist es dann auch so, dass das die gesetzlichen Anforderungen erfüllt? Bei Keepit ist das so, die erfüllen natürlich viele Regularien, zum Beispiel sind die nach ISO 27001 zertifiziert, aber auch andere gesetzliche Auflagen werden erfüllt, aber auch Auflagen, die vom Bundesministerium für Informationssicherheit rausgegeben werden, zum Beispiel Empfehlungen, wie zum Beispiel, dass man nach der 3-2-1-Strategie sichern sollte. Sowas wird bei denen alles erfüllt und da braucht man sich keine Sorgen machen, dass die Daten dann einfach irgendwo liegen, sondern das ist alles schon sehr, sehr sicher. Als Beispiel wieder Keepit, die speichern in 2 Rechenzentren, jeweils in Deutschland, die standortunabhängig sind, jeweils 2 Versionen der Daten und dementsprechend erfüllt man da zum Beispiel auch die 3-2-1 Vorgabe. Ja, das klingt ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, super. Jetzt haben wir einen tollen Überblick über das Thema Backup bekommen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Optionen. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, das Thema anzugehen. Ich glaube, das können wir so zu 100% mitgeben. Kannst du denn eine Empfehlung aussprechen, an was man vielleicht auch eine Entscheidung für eine Lösung festmachen kann? So 2-3 Punkte, die man einfach auf jeden Fall begutachten sollte. Genau, also da ist den meisten Leuten natürlich an erster Stelle der Preis sehr wichtig. Da einfach vergleichen, wie viel Daten habe ich, was würde mich das bei M365, also bei Microsoft kosten. Keepit zum Beispiel bietet einen Per-User-Plan an, sprich man zahlt einfach pro User und hat Unlimited Speicher, muss allerdings jeden User lizenzieren, der auch eine M365-Lizenz hat. Genauso wie man sich da ein bisschen darüber Gedanken machen muss,
bei wem möchte ich sichern? Man hat ja vielleicht schon im Serverumfeld mit Veeam zusammengearbeitet, hat da gute Erfahrungen gemacht, dann kann man sich natürlich die Veeam-Lösung gut anschauen. Oder manche Leute sagen auch, okay, meine Daten sind bei Microsoft, ich möchte noch ein Backup haben, aber möchte dann nicht unbedingt, dass Microsoft auch noch für das Backup zuständig ist. Deswegen entschließe ich mich für eine andere Third-Party-App. Wir haben in dem Bereich wirklich richtig gute Erfahrungen mit Keepit gemacht. Das ist ein dänisches Unternehmen. Da braucht man auch keine Sorgen haben, dass das irgendwo in Übersee oder so liegt oder verwaltet wird. Ja, gibt es verschiedene Gesichtspunkte, wonach man sich einfach das Thema Backup anschauen muss. Perfekt. Dann habt ihr hier hoffentlich auch eine kleine Checkliste mitbekommen, was ihr euch bei dem Thema anschaut. Dominik, schon mal vielen lieben Dank für den wirklich tollen Einblick in das Thema. Nochmal das Herausstellen, wie wichtig das ist und damit man sich einfach bewusst ist, dass natürlich auch Daten oftmals das Gute des Unternehmens sind und das nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Wir haben zum Abschluss normalerweise ja immer 5 Fragen für unsere Interviewgäste. Mir kam jetzt während unserem Gespräch, wir haben dieses Jahr ja schon mal gesprochen zu dem Thema geteilte Kanäle. Das heißt, du kennst die ja sogar schon. Ja. Deswegen würde ich einfach mal mit der 2. Frage starten. Ich finde die nämlich immer interessant. Welche App hast du dir denn zuletzt heruntergeladen? Wir sind schon nach der EM, sonst hätte ich gesagt, Das war bestimmt ein Tippspiel. Nee, ChatGPT for Mac. Ah, okay. Sehr schön. Und vielleicht, wir haben ja auch immer unsere Evergreen-Update-Folgen und es gibt immer neue Funktionen von Microsoft. Was war denn so in den letzten Wochen dein Highlight, wo du gesagt hast, wow, coole Funktion, bringt mich persönlich vielleicht auch ein bisschen voran in meiner Selbstorganisation oder in meinem täglichen Doing? Da ist Copilot immer ein interessantes Thema. Das stimmt. Bin ich voll und ganz bei dir. Hatten wir jetzt auch erst wieder eine Folge drüber. Also könnt ihr gerne reinhören. Markus hat da neueste Erkenntnisse für euch aufgenommen. Dann bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, Dominik, vielen lieben Dank für deine Zeit, deine Insights. Wenn ihr Fragen habt, lasst es uns gerne wissen. Wie immer über die bekannten Kanäle. Wir freuen uns und ich freue mich, wenn du mal wieder zu Gast bei mir bist, vielleicht zu einem anderen Thema aus der Administration. Thema Sicherheit ist ja auch immer ganz groß bei unseren Kunden. Ja, vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Ich freue mich immer wieder und wünsche allen eine gute Zeit. Das wünsche ich auch und bis dahin denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!